Kletterwerkzeug. Ein Hakenwerfer. Scheint von Uri zu sein. Wohl auf der Flucht vor den Grauhabichten verloren. Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zum wohl wichtigsten Starttitel für Sonys PlayStation VR 2, das Actionspiel Horizon Call of the Mountain. In den folgenden Minuten verraten wir euch, weshalb das Abenteuer mit dem Schatten Karjarias großartige Werbung für das neue VR-Headset ist, es aber dennoch eine Sache gibt, die uns auf Dauer zu viel wurde. Ein Schatten Karja weiß natürlich, wie man Menschen für eine Sache opfert, nicht wahr? Erwartungsgemäß spielt Horizon Call of the Mountain in der von Maschinen bevölkerten Welt, die aus Guerilla Games Action Adventures mit der Kriegerin Aloy bekannt ist. Zeitlich spielt Call of the Mountain zwischen Horizon Zero Dawn und Forbidden West, denn Aloy, die einen Gastauftritt im Spiel hat, bricht kurz darauf in den verbotenen Westen auf. Call of the Mountain erzählt dabei recht aufwendig inszeniert eine eigene Story, die Action steht allerdings klar im Zentrum. Aber uns fehlt die Zeit, Ersatz zu bauen, also brauchst du die Teile. Sturmvogel! Das erste Highlight des Spiels wird bereits in den ersten Minuten deutlich, die überaus detaillierte Grafik, die mit zum Besten gehört, was wir je im VR-Bereich zu sehen bekommen haben. Da wundert es uns wenig, dass das Abenteuer mit dieser Bootsfahrt beginnt, auf der wir kaum mehr tun können, als uns umzuschauen, die Umgebung und die zunächst friedlich an uns vorbeiziehenden Maschinen zu beobachten. Denn genau dadurch können wir all die grafische Pracht in aller Ruhe genießen. Es dauert aber natürlich nicht lange, bis ihr selbst einen Bogen in die Hand bekommt und direkt mit den Roboter-Dinos auf Tuchfühlung geht. Na klar, zieht ihr dabei mit den neuen VR-Sense-Controllern, die jeweils eure linke und rechte Hand abbilden, aktiv den Bogen, indem ihr ihn vom Rücken nehmt und greift mit der anderen aktiv nach dem Fallen im Köcher. Und natürlich müsst ihr dann auch selbstständig den Bogen spannen und zielen, damit die Projektile auch dort landen, wo sie sollen. Das ist alles sehr intuitiv und funktioniert zudem äußerst präzise. Volles Auge! Zunächst verführt Rias lediglich über normale Pfeile, die euch in Call of the Mountain unendlich zur Verfügung stehen, sodass euch der Nachschub daran niemals ausgeht. Mit gesammelten Ressourcen wie Lohebehältern könnt ihr später aber unter anderem auch Brand- und Schockpfeile herstellen. Dieser Crafting-Prozess sieht aber nicht nur cool aus, die unterschiedlichen Pfeiltypen sind im Kampf ähnlich wichtig wie auch bei Aloy, um die Biester zur Strecke zu bringen. Die Mechanik in den Kämpfen funktioniert auch sonst recht ähnlich wie in der Kernreihe. Ihr müsst also gezielt die Schwachstellen eurer Gegner treffen und Bauteile wie hier die vom Rücken der Plünderer abreißen, um ordentlich Schaden anzurichten. Der größte Unterschied besteht darin, dass die Konfrontationen ausnahmslos in so etwas wie Kampfarenen stattfinden, in denen ihr euch nicht gänzlich frei bewegen könnt. Ha, voll her, ein ganzes Rudel! In diesem Duell mit gleich mehreren Grauhabichten bewegt ihr euch sozusagen auf einer geraden Linie und weicht zur Seite aus, indem ihr den Controller nach links oder rechts reißt. Je nachdem, welche Aktionsknöpfe ihr dabei gedrückt haltet, macht ihr einen kleinen oder einen großen Satz zur Seite. Objekte in der Umgebung wie die Felsspitzen hier könnt ihr auch zur Deckung nutzen. In den meisten Kämpfen bewegt ihr euch mit Rias hingegen im Kreis, wobei das mit den Ausweichsprüngen prinzipiell genauso funktioniert. Manchen Attacken der Gegner entkommt ihr bereits, wenn ihr euch aktiv wegduckt. Das sieht nicht nur relativ hektisch im Video aus, das spielt sich auch so. Allerdings, genau deshalb spielen sich die Kämpfe trotz der fehlenden freien Bewegung eben höchst dynamisch. Um zu gewinnen, muss man entsprechend schon einigen Einsatz zeigen und gerade im Schlagabtausch mit gleich mehreren Widersachern auf einmal ist es gar nicht so leicht, dann noch den Pfeil aus dem Köcher zu ziehen und gezielt auf einen Schwachpunkt abzufeuern. Der Verlust an Lebensenergie, die ihr mit Äpfeln theoretisch auch innerhalb des Kampfes auffrischen könnt, ist allerdings nicht extrem groß bei Treffern. Mit der Zeit findet man immer mehr Ruhe in der ganzen Hektik, selbst wenn es gegen ganz dicke Brocken wie diesen Donnerkiefer zur Sache geht. In Call of the Mountain kommen im Laufe der Kampagne natürlich neben den unterschiedlichen Falltypen noch andere Tools hinzu, die ebenfalls von Aloys Arsenal aus der Hauptreihe bekannt sind. So verschießt er später auch mit der Zwille verschiedene Geschosse, um eure Gegner beispielsweise zwischenzeitlich Schock zu frosten. Sehr nett daran ist auch, dass ihr praktisch alles davon zunächst einmalig im Dorf eurer Verbündeten selbst zusammenbasteln müsst. Hier friemeln wir allerdings keine Waffe zusammen, sondern zwei Kletterhaken, die wir bei den im Spiel nicht minder zentralen Kraxeleien dringend benötigen oder um damit Holzbalken von einem verbarrikadierten Durchgang zu entfernen. Das Klettern geht ziemlich intuitiv von der Hand, wobei die Kameraperspektive manchmal nicht die optimale Sicht gewährleistet und wir immer wieder mal die Ansicht per Knopfdruck neu justieren müssen.
In den meisten Fällen könnt ihr aber fast schon blind um euch greifen, um euch an einer fürs Klettern geeigneten Kante festzuhalten bzw. hochzuziehen. Im späteren Verlauf werden die Kletterpassagen um einige weitere Elemente erweitert. Dabei nutzt ihr beispielsweise einen Greifhaken, um euch mit einem Seil über einen Abgrund zu schwingen. Oder ihr springt aktiv von einer Kante ab und müsst euch auf der anderen Seite mit den Händen festhalten oder auch mal im Sprung die Kletterhaken ziehen und diese dann in eine dafür geeignete Wand rammen, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Hinzu kommt später ein weiteres Tool, mit dem ihr teils während ihr euch gerade mit einer Hand beim Klettern festhaltet, neue Seile spannt, an denen ihr dann klettern oder wie an einer Zipline zur anderen Seite hinüberrutschen könnt. Also das war mal was Neues. Auch das Klettern ist eigentlich ziemlich cool gemacht, allerdings gibt es unserer Meinung nach einfach zu viele Passagen, in denen wir das machen müssen. Teilweise geht das sogar minutenlang am Stück oder es gibt nur eine kurze Verschnaufpause zwischendurch, bis es kurz darauf dann weiter den Berg oder auch an einer Metallkonstruktion weiter nach oben geht. Es ist dann gerade so nicht zu viel Kletterei, um sie dem Spiel ernsthaft krumm nehmen zu können. Aber insbesondere die Kämpfe gleichen dieses potenzielle Manko ohnehin wieder aus. Neben der erfreulich umfangreichen Kampagne, wobei die Spielzeit eben auch einiges mit der Kletterei zu tun hat, gibt es übrigens noch einen Safari-Modus, in dem ihr so ähnlich wie im Prolog auf dem Boot herumkutschiert werdet und die Tierwelt bestaunen dürft. Zudem warten Kletter- und Bogen-Challenges, die ihr übrigens bereits vor dem Abschluss des Story-Modus angehen könnt. Trotzdem weniger Kletterei Horizon Call of the Mountain definitiv gut getan hätte, liefert Sony hiermit einen exzellenten Starttitel ab, der audiovisuell begeistert, insbesondere in den Kämpfen, aber auch spielerisch überzeugt. Es ist sozusagen beste Werbung für die Anschaffung von PlayStation VR 2 und auch sonst ein Spiel, das jeder VR-Enthusiast gespielt haben muss. Die Nora wollten hier unten ihre Verwundeten und Kinder verstecken. Weitere Details zu Horizon Call of the Mountain sowie unseren umfangreichen Testbericht nebst Wertung findet ihr wie immer auf Games.ch. Online. Hier drüben! Da kam jemand von den Nora-Ruinen. Mal sehen, wer in die Falle getappt ist.